Wir werden jetzt gleich zum Rathaus aufbrechen und dort die Tour des Rathaus starten. Einmal rundherum, dann zum Hintereingang, zum Florianepark, wo wir eine Abschlusskundgebung abhalten. Martin Aufwachraum wird euch jetzt in Stimmung bringen. Bitte, Martin. Dass ich mal so viel Leute auf einmal in Stimmung bringe, hätte ich mir nicht vorstellen können. Wenn wir jetzt da stehen und schauen, denkt man sich natürlich, hätte schon mehr sein können. Ja. Wir sind 30.000 im Kaff, 15.000 Pflege. Aber jetzt macht es einmal wie in der Kirche. Ich meine, ich war da schon seit 15, 20 Jahren nicht mehr. Schaut einmal zu euren Nachbarn. Nach links, nach rechts, vorn, hinten, je nachdem, wer euch besser gefällt. Jeder Einzelne von euch ist ein Vorkämpfer für eine Sache, die immer notwendiger wird und wo immer mehr Leute sie wehren werden müssen. Und es ist in Wirklichkeit scheißegal, ob wir heute 500, 1000 oder wie das letzte Mal fast 1300 sind. Es ist völlig egal, weil jeder einzelne von uns ist so viel wert, wie wir nur vor 5 Monaten oder 6 Monaten oder 12 Monaten wert waren, wo wir uns das nicht getraut haben. Weil wir jetzt 10-mal so stark sind und uns 10-mal so viel wehren gegen das, was uns bevorsteht. Und was steht uns bevor? Der Patrick hat es schon angesprochen. Stabilitätspakt. In diese ganzen Sitzungen mit der Stadtregierung und anderen kommt es immer wieder raus. Naja, es ist zu wenig Geld da. Warum ist zu wenig Geld da? Weil wir seit 2008 in einer Weltwirtschaftskrise sind. Und wenn wir was da haben, Banken haben wir gerettet. Weil wenn unser Gesundheitssystem eine Bank war, hätten wir es schon längst gerettet. Und Sudans auch, weil wir ein paar hundert Millionen wollen. Der Hyperalpe Adria hat mir 18 Milliarden reingesteckt in den Arsch. Die waren von vorne bis hinten so voll, die haben nicht einmal gewusst, was ein Christier ist nachher. Und nicht nur wir kämpfen. In Portugal streiken die OB-Schwestern. In Frankreich streiken die Notaufnahmen. In Berliner Charité hat man verbesserte Personalschlüssel erstreikt. Im Linzer AKH hat fast eine Intensivstation einmal zugemacht vor ein paar Jahren und die Ordensspitäler haben einen Warnstreik durchgesetzt. Alles, was wir machen, ist in einem Kontext und wir machen anderen Leuten Mut. Und deswegen möchte ich jetzt um was bitten dann nachher, weil vielleicht kann diese Demo als Fortbildungsstunde angerechnet werden. Weil ich werde euch jetzt ein wenig Spanisch lernen. Und warum lerne ich Spanisch? Weil in El Salvador eine Gewerkschaft, die einen Streik gemacht hat im Gesundheits- und Krankenpflegebereich, die hat dort der Arbeitsminister diese Gewerkschaft weggebutscht. Da kämpft einmal eine Gewerkschaft im Gegensatz zu unserer und dann wird es verrahmt. Und meine Bitte ist, ich werde dann jetzt auf Spanisch was vorlesen für diese El Salvadorianer, dass wir dann nachher gemeinsam was Spanisches schreien und das damals kurz üben. Das heißt, übersetzt, die Leute vereint sind unschlagbar. El Pueblo Unido
jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. So. Jetzt habt ihr ein bisschen Zeit, um in euch zu gehen. Und ich lese das kurz vor, damit die auch sehen. Wir halten zusammen. Jede Krankenschwester, jeder Krankenpfleger weltweit, wir wehren uns gegen alles, gegen diese ganze Scheiße, die auf uns hereinprasselt. Das ist jetzt der spanische Teil. En El Salvador, el nuevo ministro de trabajo, Rolando Castro, ha organizado un golpe de Estado contra la dirección del sindicato del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Este ataque va enmarcado en un plan de austeridad siguiendo los lineamientos del FMI. En la década de 2001, el STIS inició una heroica lucha de los trabajadores de la salud para frenar la privatización de la salud. Su triunfo se apoyó en los métodos correctos que utilizaron, los métodos tradicionales y revolucionarios de la clase obrera, la huelga y las movilizaciones de masas. Rechazamos los ataques contra el STIS por parte del nefasto ministro de Trabajo, traidor a los intereses de la clase trabajadora. Condenamos sus acciones y nos solidarizamos con el sindicato. Un ataque al STIS es un ataque a toda la clase obrera en su conjunto. El pueblo unido jamás será vencido. Schreit mit, el pueblo unido jamás será vencido. Danke. Warum ist das wichtig? Weil sich jeder von uns schon mal allein gefühlt hat. Allein auf seiner Station, allein am Praktikum, allein am Dienst. Und man sich immer fragt, wenn sich wer anderer wehren würde, dann würde ich mich auch wehren. Und ich habe diese Angst und diese Unsicherheit und einfach diese Resignation und diese Kraftlosigkeit gespürt. Und ich glaube, die hat jeder von euch einmal gespürt. Egal, ob es ein Angehöriger war, der euch bedroht, ein schwieriger Patient, der an eure Grenzen bringt, oder die permanenter, schlechter werdenden Rahmenbedingungen, unter denen alle Pfleger Österreichs leiden. Und das ist, seit wir alle gemeinsam diese Bewegung gestartet haben, endgültig vorbei. Und es ist nicht vorbei in Österreich, es ist vorbei in Portugal, es ist vorbei in Frankreich, und wir haben jetzt unseren Leid, unseren Kolleginnen und Kollegen in der Pflege in El Salvador auch gesagt, dass vorbei ist damit. Wir lassen uns nicht mehr am Schädel scheißen, wir scheißen zurück! Und was ganz wichtig ist, am 17.10. sind Dienststellenversammlungen. Und die Gewerkschaftsmehrheit würde es zu lauwarmen Informationsveranstaltungen machen. Und es ist wichtig, dass wir dorthin gehen und dass nicht nur uns dauernd in die Suppen gespuckt wird, wenn wir gescheite Arbeit machen wollen, sondern dass wir denen in die Suppen spucken, hingehen, uns aufregen und einen Arsch aushauen und ihnen in die Suppen spucken, wenn sie glauben, sie können damit durchkommen, dass uns permanent verarschen. Und nun haben wir keine Mehrheit. Vielleicht nicht einmal auf unserer Station, vielleicht nicht in unserem Bereich und vielleicht auch nicht in, und auch schon gar nicht in unserem Haus. Aber wir werden für diese Mehrheit kämpfen. Und für was kämpfen wir um diese Mehrheit? Für kämpferische Gewerkschaften, kämpferische Personalvertretungen und für eins nun. Das nächste Mal, wenn uns irgendein Arbeitgeber was nicht gibt, was uns zusteht, oder unsere Arbeitsbedingungen verschlechtert, sodass wir dazu gezwungen sind, gefährliche Pflege zu machen, dann heißt es eins. Wenn wir nicht wollen, dann bewegt sich gar nichts. Wenn unser starker Daumen nicht will, wird kein Medikament verabreicht. Dann heißt es nämlich Streik! 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 Streik!
Streik! Streik! Streik! Und für diese Streikfähigkeit müssen uns wir alle tagtäglich einsetzen, mit Kollegen diskutieren, sie nicht fürchten und einfach das sagen, was die Wahrheit ist. Und das reicht in Wahrheit schon. Und nichts wird uns da mehr aufreden können. Jeder einzelne von euch wird morgen Zähne sein. Jedes Gespräch ist morgen ein Nächster, der nächste Mal kommt. Jede Diskussion wird sich auszahlen. Und egal wie viel wir heute sagen, wir haben in Wirklichkeit gewonnen. Weil man kann viel verbieten, einspüren und besiegen. Aber eine Idee, so wie die Idee, dass wir uns wehren, wo die Zeit gekommen ist, die kann man nicht besiegen. Danke. Danke, Martin. Ein Lied spielen und dann gehen wir los. Danke.